So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge, die auch garantiert wieder Überlänge haben wird. Einfach mal jetzt, ne, wir hatten jetzt in der letzten Folge fast eine Stunde Überlänge, jetzt haben wir garantiert jetzt einfach mal so 2 Stunden Überlänge. Geh ich mal von aus, ne, wir steigern uns quasi von Folge zu Folge. So, wir hatten 860. Das müssten wir fast schon zusammenbekommen, oder? Kriegen wir gerade hier schon zusammen. Also fast. Alter. Das ist jetzt quasi durch. Fast. Ist doch geil. Der würde man tatsächlich trotzdem sagen. Jetzt ist gerade die Freitagsfolge. Genau. Der würde man trotzdem sagen, wir machen jetzt diese beiden Folgen trotzdem noch weiter. Einfach weil wir gerade so im Flair drin sind, ja, und dann machen wir trotzdem nächste Woche dann erst wieder weiter mit dem eigentlichen Bauen. Alter, meine Haare. Genau. 864 brauchten wir gerade mal. Also, das dürften wir mittlerweile fast zusammenbekommen. Da bin ich tatsächlich doch sehr optimistisch. Wir hatten auf jeden Fall über 800 mittlerweile. Von daher. Alter. Nice! Finde ich korrekt. Ich werde ja auch bald mal wieder meine Haare schneiden. Habe ich eigentlich sowieso vor. Hab's noch nicht gemacht. Heißt also, bald könnt ihr wieder einen Glatzkopf bewundern. Halt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, gut, wir haben ziemlich genau 800. Also da fehlt noch eine ganze Menge. Also ein halber Stack. Ist jetzt keine ganze Menge, von daher. Alter, aber wie viel Eisen wir mittlerweile haben, Alter. Das ist nicht schlecht, das ist echt nicht schlecht. Das kann man so machen. Wie gesagt, die beiden Wochen, die beiden Folgen jetzt machen wir auf jeden Fall, also die Woche ist quasi tatsächlich komplett, also abgesehen von dem kleinen Travel-Net, was wir da gebaut haben, machen wir quasi, war ja auch weitestgehend Teil der Mine, aber eben, wir machen jetzt quasi wirklich die Woche komplett Mine. Ich bin gerade auch so richtig in Minenlust. Ich habe auch gerade gar keinen Bock, was anderes zu machen. Einfach direkt loslegen, weitermachen. Das Seil kann übrigens mal wieder in... Oh, übrigens mal wieder hier in die Tasche rein. Dankeschön. Ach, siehst du, wir müssen unsere Vorräte wieder... Ne? Da haben wir ja letztens... Da haben wir ja... Die Tasche sollte komplett sein. Ne? Oh, passt ja perfekt. So. Ach so, siehst du, das war der eine Baumstamm, den wir da in dem einen Knochen da gefunden haben. Ne? So. Gut, dann ist die Tasche auch wieder komplett. Dam, dam. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Sehr gut. Ich bin übrigens auch am Überlegen, ob wir hier nicht doch noch was reinpacken können. Kies zum Beispiel. Könnte man auch noch in die Notfalltasche packen. Ne, kann man quasi so... Alter, wir haben halt dreimal Obsidian wollen. Was wollte ich gerade sagen? Ah, genau, Kies, um sich schnell irgendwo hochzubaggern, quasi. Wir haben nur 4 Knochen? Hatten wir nicht mal mehr gehabt? Oder habe ich die restlichen schon in Knochen umgewandelt? Könnte fast sein, weil wir haben 150 Knochen mittlerweile. Lol. Können wir ordentlich Bone Meal mitmachen, ne? Können wir ordentlich Bohnenmehl mitmachen. So, bist du dann einmal fertig hier? Dankeschön. Ich würde mal kurz ins Lager gehen. Mich lassen unsere Blätter nicht in Ruhe. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir die Blätter ins Lager gepackt hatten. Manchmal, wenn wir gerade ins Lager gehen, dann kann ich doch gleich mal hier ein paar Sachen mitnehmen, die wir da reinschmeißen können.
Hatten wir Lehm im Lager? Nee, ne? Weiß ich grad gar nicht. Wie gesagt, mich lässt jetzt gerade die Blätter nicht in Ruhe. Wir hatten, glaube ich, die ganzen Blätter ins Lager gepackt, aber ich bin mir da gerade nicht so sicher. Das wäre nämlich echt die Frage, wo die ganzen Blätter hin sind. Weil ich glaube kaum, dass der Dude, der hier mal war, alle unsere Blätter mitgenommen hat. So viel Platz hatte der garantiert gar nicht in seinem Backpack. Aha, wie ist das? Hat man doch ins Lager gebracht. Okay, ist da haben wir die ganzen Blätter. Hier, 3000, haben wir alles im Lager. Okay, sehr schön. Sehr schön. So, dann machen wir hier mal. So. Und das Lehm ist weg. Sehr schön. Steine. Sehr gut. Wie viel bist du jetzt gerade? Also der braucht definitiv bald noch ein neues Upgrade. Hab bereits zwei. Ich glaube, wir machen einfach mal noch zwei Upgrades. Der Kasten wird mir erschreckend zu schnell voll. Vielleicht nehmen wir uns auch mal ein größeres Upgrade, dass wir sagen, okay, komm, ich weiß gerade gar nicht, wie viel Obsidian hat. Stand da zwar gerade, habe aber gerade nicht gelesen. Ne, dass wir einfach sagen, okay, komm, wir opfern dafür mal ein bisschen Mese oder sowas. Ist ja nun auch Käse, also, ja. Ne, aber auf jeden Fall klatschen wir da jetzt nochmal drei Obsidian-Upgrades rein und dann sollten wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe haben. Manchmal, bevor ich jetzt hier rumgucke, schicke ich gleich mal nochmal die letzte Spitzhacke hier in Durchlauf. So, Upgrades. Die Rohlinge müssen wir noch haben. Also da müssen wir noch ein paar von haben. Rohlinge. Waren die hier drinne? Ach, wir haben sogar noch richtige Upgrades fertige. Wir haben sogar noch drei Stück. Aber schau mal an. Ha. So, was sind das für welche? Fünffach sogar nur. Na gut. Egal. Wir haben jetzt zwei Upgrades drinne. Das heißt, wenn wir jetzt noch drei reinklatschen, haben wir quasi. Warte mal, jetzt ist es um Viertel, also es ist jetzt 4/5 gefüllt, ja. Ich möchte jetzt rechnen, ja, also lasst mich bitte in Ruhe. Also, es ist jetzt zu 4/5 gefüllt, ja. Wenn wir jetzt quasi noch 3/5 aufstocken, ne, also wir haben jetzt 3 kommen dazu, das heißt, wir haben noch 3/5 Platz. Das heißt, wenn wir jetzt 4/5 haben wir also als Basis quasi 5. So, das stocken wir um 3/5 auf. Das heißt, wir haben die 5 durch 2 mal 3, also 7,5, kommt nochmal dazu. Das heißt, wir haben 7,5, also 8,5. Von 12,5 frei. Genau, wir haben 8, also wir haben quasi 8,5, 12,5 Tell danach frei. Aber mit so einem krummen Zahlen kann ich gerade gar nicht ausrechnen, wie viel das in Prozent wären. Aber wir können da tricksen. 7,5, 12,5 Tell ist ja das gleiche wie, ich hoffe, ich erzähle jetzt gerade keinen Schwachsinn. Ah gut, 7,5, das müssten ja dann 15/50 Tell. Nee, 15/25 sein. Nee, das haut aber nicht hin. Das macht keinen Sinn, halt. Ich habe gerade einen Rechenfehler. Also, wir haben jetzt. Ja, eben, ich bin doch bescheuert. Eben, die Basis unten war richtig. Wir haben dann quasi 12,5 als Basis, aber wir haben oben nicht 7,5. Das ist kompletter Schwachsinn, was ich da erzählt habe. Wir haben oben immer noch nach wie vor unsere 4. Das heißt, wir haben 4 12,5. Oder anders gesagt, 8 25. Das wären 16, also müssen wir quasi dann 32% haben.
Ist es jetzt so richtig? 32%? Wir werden sehen. Echt so stark verrechnet, kann doch fast gar nicht sein. Wir haben doch jetzt mehr als die Hälfte hinzugefügt. Wie kann denn jetzt gerade mal fast zur Hälfte gefüllt sein? Ich meine, davor hatten wir noch fast einen fünften Platz. Ist auch egal. Ich kann nicht rechnen. Ich dachte, meine Rechnung wäre perfekt gewesen. Ich war doch bisher immer das Mathe-Genie in der Klasse. Ich meine, gut, ich habe die Rechnung stark vereinfacht, weil ich habe zum Beispiel davon da ausgelassen, dass ja das eine verfünffacht. Stimmt, ich habe komplett falsch gerechnet. Eben, es wird ja nicht immer 5 dazugefügt pro Upgrade, sondern es ist ja das Fünffache pro Upgrade. Das heißt, es wird quasi pro Upgrade 4 hinzugefügt. Und 1 ist schon da. Das heißt, ne, mit den 5 mal 5ern Upgrades haben wir jetzt quasi eine normale Kiste plus 5x4, also quasi 21 normale Kisten. Wenn man so möchte. Ne? Ja. Kann ja mal passieren. Hab gerade die falsche Basis genommen. Tut mir leid. Kommt nie wieder vor. Ich werde heute sowieso sterben. Selbstmord. So, das heißt, wir haben jetzt. Warum habe ich Pilze dabei? Weg mit dir. Keine Ahnung. So, ab in die Höhle. Wir haben alles, was wir brauchen: Spitzhacken, Nahrung, Fackeln. Dann. Nö, komm, wir starten direkt hier. Gucken wir mal, ob wir hier direkt schon Zeugs finden. Blei. Wobei, nee, so weit um dürfte kein Blei sein, weil ist ja hier, ne, die Technik-Mod hatte ich ja später hinzugefügt gehabt. Dementsprechend gibt es hier oben sowieso keine technikbezogenen Rohstoffe. Oh, ich habe auch Nutzen. Die Frage ist, wo geht's denn los? Kohle, Zinn. Hier ist überall nur Kohle und Zinn, sag mal. Okay, hier sind die ersten technikbezogenen Sachen. Ach nee, ist ja Home-Dekor. Scheiße. Kannst du vielleicht doch ein bisschen. Ach hier, okay. Und wie gesagt, sobald wir einmal welches finden, werden wir auch direkt graben, weil wenn es einmal vorhanden ist, dann ist hier ganz viel vorhanden. Ist ja nicht so wie mit Trier oder sowas. Sondern es ist ja, ne? Massig. Brauchen wir Licht. Ich könnte doch einfach mal ein paar Fackeln hinstellen. Danke. Gut, das scheint sich schon mal gewesen zu sein. Ich finde immer so geil, wenn Gelb und Schwarz so, ne, so direkt ineinander sind. Da gibt immer so schön Kontrast. Gelb und schwarze Kombination ist sowieso die beste Kombination, die man machen kann. Deswegen finde ich auch die, ne, so in Japan, ich glaube, es ist in den USA auch so, auch diese Sperrsachen immer, also ne, wenn irgendwelche Absperrungen da sind, auch immer so geil. Weil hier in Deutschland, wir haben halt weiß und rot abwechselnd quasi, ne? Ist langweilig auf der Welt. Aber in Japan und glaube auch in Amerika
ist es halt so, dass man, lol, jetzt fällt mir direkt ineinander, dass man halt nicht rot und weiß hat, sondern halt schwarz und gelb. Und das sieht halt optisch geil aus. Richtig geil aus. Aber hier in Deutschland sieht halt alles Billo aus. Ganz geilig. Okay, können wir sagen, das war es an der Stelle erstmal. Schauen wir mal hier in die Stelle, in die Richtung weiter. Ah, scheint es gewesen zu sein. Gut, dann ab zum nächsten. Oh. Oh. Zum Glück haben wir hier nicht mehr nach unten weiter gegraben. Alter! LOL! Ja. Gott, überall so viel Kupfer. Kupfer. Mann, nicht Kupfer. Also Kupfer ist was, ist sie zwar auch, aber ich meine natürlich hier Blei. Ich glaube, wir sollten hier nicht weiter abbauen, zugunsten der Optik hier an der Stelle. Sonst sieht es einfach scheiße aus. Ja. Oh, machen wir zu. Das da kann bleiben. Hier habe ich jetzt ein Loch aufgetan. Gut, hier ist sowieso Kahlschlag. Von daher lassen wir das auch mal. Das stört nicht weiter. Wo, nee, da drüber war es. Eben. Hier war die Stelle, wo wir gerade abgebaut haben. Ist doch richtig. Aber eben, hier ist soweit eigentlich alles abgebaut. Das heißt, nö, hier sehe ich nichts mehr. Ja, wie gesagt, dann gehen wir jetzt zur nächsten Fundgrube. Und finden sie auch direkt. Sehr schön. Nein! Wo waren wir jetzt? War das hier? Ja. Ich baue ja ab wie so ein Tollwütiger, ne? Einfach so, alles meins. Ich meine, letztendlich alles, was wir finden, können wir dafür gebrauchen. Weil zum größten Teil finden wir hier Kupfer, Zinn, nein, Kupfer, Blei und Kohle. Und das sind alles Sachen, die wir gut gebrauchen können. Von daher kann man eigentlich nichts falsch machen. Das wollte ich machen und da kann ich auch gleich hier euch reinpacken. Genau. Und was essen. Alter, ich hab halt auch gerade Hunger. Also jetzt im Reellen. Ne? Oh, du hast noch ein echtes Leben? So, mal ein bisschen Licht hier reinlassen. Wenn man nicht weiter abbauen kann. Oh, Alter, ist das hier geil, ey. Oh, guckt euch das an. Wir sind reich. Reich. Wie war das bei der einkommischen Werbung da? Jawohl, ja, ey! Bei dieser komischen WhatsApp-Gruppe da. Bei manchen Werbungen fragt man sich echt, wie sowas legal sein kann. Also. Gerade da bei dieser komischen Werbung, da für diese komische WhatsApp-Gruppe. Keine Ahnung, wie die heißt. Achso, eben, WhatsApp-Gruppen haben wir eh keinen Namen, die haben ja nur eine Telefonnummer. Oder haben WhatsApp-Gruppen Namen? Doch, klar, doch, die haben Namen schon wieder. Ja. Dass man für sowas auf so eine Art und Weise Werbung machen darf, ich weiß nicht, wie sowas legal sein kann. Ich meine, ganz ehrlich, sowas muss nicht illegal sein.
wer auf so einen Schwachsinn reinfällt, also sorry, aber die Werbung ist halt einfach so übertrieben. Wer dieser Werbung auch nur irgendwie einen Funken Glauben schenkt, ja, der kann nicht ganz dicht im Kopf sein. Ich meine, ich weiß, man kann sich mit Werbung auch leicht beeinflussen lassen und ja, von daher ist Werbung an sich gefährlich. Aber wie gesagt, die Werbung ist einfach so abgedreht. Da kann mir keiner erzählen, er weiß nicht, dass er da nicht vermutet hätte, dass er da Weggeld nur rausschmeißt. Das ist. Und ja, wir haben gerade wieder eine Spitzhacke verloren. Eine Schweigeminute bitte. Für diesen herben Verlust. So, ich glaube mal, hier sehe ich soweit kein weiteres Gedöns. Oh doch, Kupfer. Digga, mehr Kupfer. Und schon haben wir wieder weiteres Blei gefunden. Aber ich meine, gut, vielleicht ist auch meine Auffassung von Werbung einfach falsch. Ich meine, auf mich persönlich hat Werbung eigentlich eine abschreckende Wirkung. Ne, also, wenn ich irgendwo so einen Werbespot sehe und da irgendein Produkt beworben wird, dann werde ich das Produkt auf jeden Fall nicht kaufen, sondern ganz im Gegenteil, genau nicht kaufen. Weil, ja. Ich weiß nicht, aber wenn da für irgendwelche Produkte Werbung gemacht wird, gerade so Produkte des alltäglichen Lebens, wenn irgendwelche Seife beworben wird oder irgend so ein Scheiß, ich meine, ganz ehrlich, ich kaufe halt einfach Produkte so aus dem alltäglichen Leben, ne? Wenn ich sowas kaufe, da gucke ich mir halt in dem Moment im Laden um, okay, was klingt am interessantesten? Und wenn ich dann irgendwie so im Fernsehen, wie gesagt, ich gucke ja kein Fernsehen selber, aber ich gucke halt ab und zu bei anderen Leuten mit. Wenn ich denn sehe, wie abgedreht diese Werbung teilweise ist, das ist ja ungefähr so, wie als wenn irgendjemand sein Handy verkaufen möchte und auf der Straße rumschreit, ja, kauf jetzt mein Handy, das ist so und so geil. Ich meine, hallo? Da redest du doch auch nicht hin und sagst, oh, ja, das würde ich jetzt gerne kaufen. Du hast das so gut umworben, das kann ja nur gut sein. Vor allem kann es auch nur so gut sein, also es muss ja quasi so gut sein, wie du es gerade beworben hast. Das war auch überhaupt nicht übertrieben oder sowas. Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, auf mich persönlich hat Werbung eher eine abschreckende Wirkung. Ich weiß nicht, ob ich da echt der Einzige bin. Alter, sieht interessant aus. Und da war die Fackel auch schon wieder weg. Dahin. Da wirst du zwar auch gleich wieder abfallen, aber... Ein wenig mit Triel, das war sehr schön. So, ihr bitte immer alle in die Tasche. Dankeschön. Ich habe übrigens mal. Habe ich das Ding schon gezeigt? Glaube nicht. Siehste? Ich muss euch mal nächste Folge vielleicht. Wenn ich dran denke. Ich meine, ich würde euch heute doch einfach nächste Woche zeigen, aber bis dahin habe ich es gerade wieder vergessen, dass ich es euch zeigen wollte. Ich habe nämlich jetzt mal testshalber mal so eine Zentrifugenanlage gebaut, also quasi so ein Zentrifugenpark mit, wie viel waren es? 36? Nein, 34 Zentrifugen. Ne?
Weil in dem Handbuch zu Uran, ne, also zu der Technik-Mod, da stand irgendwas drin mit 34 Zentrifugen. Und da habe ich jetzt auch mal so ein Ding gebaut mit 34 Zentrifugen. Aber, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas hier im Let's Play überhaupt realisiert bekommen, weil ich meine, erstmal müssten wir die 34 Zentrifugen bauen. Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, die Anlage ist A, riesig groß und hat einen scheiß hohen Energieverbrauch. Wirklich einen scheiß hohen Energieverbrauch. Ich habe da eine gesamte, ich habe da Haus gebaut mit komplett Dach. Mit MV-Solarzellen. Ha? Und ich habe das auch immer ein bisschen erweitert, damit die ganzen Zentrifugen auch Energie bekommen. Und die brauchen teilweise, also zu Spitzenzeiten hatte ich fast 200, also auf jeden Fall weit über 100 Kilo EU. Wo sollen wir die ganze Energie her haben? Da brauchen wir, um ein Kraftwerk zu bauen, um ein Atomkraftwerk zu bauen, brauchen wir selber erstmal ein Atomkraftwerk. Also. Ich würde mal sagen, machen wir es doch lieber eher so, wie wir es bisher auch gemacht haben, dass wir quasi unsere eine Zentrifuge benutzen und da halt immer das reinmachen, ne? Quasi manuell dieses Durchschaffeln dann machen. Vor allem dazu sei auch noch gesagt, dass meine Zentrifuge extrem ineffektiv ist, ja? Das heißt, es war zum gleichen, also zu einem Zeitpunkt war nicht mal die Hälfte aller Zentrifugen ausgelastet, also aktiv. Das heißt, wenn alle aktiv sein würden, was ja beim effektiven Bau der Fall wäre, sonst wäre es nicht effektiv, dann würde das Ding also zu weit über 200 Kilo EU ziehen. Ich weiß nicht, was sich die Herren dabei gedacht haben. Also, ja, da muss es irgendwie noch hier ist ja noch mehr. Da muss es irgendwie echt eine clevere Art geben, als da 34 Zentrifugen hinzuklatschen und die irgendwie mit Rohren zu verbinden. Weil, also ich habe mein Zentrifuge quasi so gebaut. Kann sein, dass wir wieder Überlänge haben? Kann sein, dass ich schon wieder Überlänge habe? Ach nee, jetzt wäre es genau richtig. So. Okay, na gut, mach ich mich so feiern. Bis dann.